Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Heute geht es um die Frage, wie viel geben deutsche Unternehmen für Forschung und Entwicklung aus? Mit dabei Gero Steenke, er ist unser Mann der Zahlen. Mein Gesprächspartner Gero Steenke und seine Mitarbeiter schauen sich im Auftrag des Bundesforschungsministeriums die Aktivitäten der deutschen Wirtschaft in dem Bereich Forschung und Entwicklung genauer an und erheben die entsprechenden Daten. Gero, wie forschungsfreudig war die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr? Die deutsche Wirtschaft war wieder einmal sehr forschungsfreudig. Wir haben einen Rekordwert zu vermelden. Die Unternehmen in Deutschland haben 53,8 Milliarden Euro für interne Forschung und Entwicklung ausgegeben. Was heißt intern? Das ist die Forschung, die die Unternehmen in ihren eigenen Häusern tatsächlich durchführen. Und das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum um 5,3%. Jetzt ist ja eine der guten Nachrichten, dass das Ziel, 3% des Bruttoinlandsprodukts auszugeben, erreicht wurde. Aber zur globalen Spitzengruppe zählt Deutschland doch damit trotzdem nicht. Wo stehen wir da im internationalen Vergleich? Einerseits richtig, das 3%-Ziel ist erreicht. Ein politisch definiertes Ziel, 3% des Bruttoinlandsproduktes sollten für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden. Das ist jetzt quasi geschafft. Wir sind gut positioniert. Wenn wir uns mal den europäischen Durchschnitt anschauen, der liegt bei den EU-28-Ländern ungefähr bei 2%. Die OECD liegt ein bisschen drüber, also Deutschland ist jetzt mit 3% nicht schlecht dabei. Aber es gibt innerhalb Europas Länder, die schon lange darüber liegen. Skandinavien, in Schweden beispielsweise, liegen wir deutlich über 3%. Finnland gehört auch dazu. Und auch im internationalen Raum, also außerhalb Europas, finden sich Länder, die mehr als 3% haben, beispielsweise Japan, Korea sind Fälle. China ist im starken Aufholprozess begriffen, noch lange nicht bei 3% angekommen. Aber hier sehen wir Wettbewerber, die deutsche Wirtschaft sozusagen ziemlich unter Druck setzen. Und deswegen lohnt es sich auch mehr als 3% anzustreben. Aktuellen Koalitionsvertrag der Großen Koalition heißt es ja, dass auch künftig 3% des Bruttoinlandproduktes für Forschungsinvestitionen bereitgestellt werden sollen. Das ist dann zwar viel, aber wenn ich richtig verstehe, eigentlich ja nicht genug. Das ist aus meiner Sicht enttäuschend. In der Tat, ich hätte mehr erhofft, mehr erwartet. Einerseits zählt hier natürlich die Signalwirkung. Das 3%-Ziel jetzt erreicht, wird insofern nicht aufgestockt. Das ist an Wirtschaft, aber auch an die staatlichen Akteure ein unzureichendes Signal. Das motiviert nicht gerade, hier zuzulegen. Und wie ich sagte, wir haben Wettbewerber, die sehr aktiv sind im Investieren in Spitzentechnologie, in Forschung und Entwicklung. Und wenn Deutschland beginnt, hier auf der Stelle zu treten, dann hängen wir im langfristigen Trend gesehen doch im internationalen Wettbewerb hinterher. Also die Gefahr besteht, dass wir zumindest in Teilbereichen schnell abgekoppelt werden von der technologischen Entwicklung. Und das gilt es definitiv zu vermeiden. Insofern würde ich mir wünschen, dass als Ziel mindestens die 3,5% ausgesprochen worden wären. Du hast ja gesagt, warum es so wichtig ist, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Welche Branchen investieren denn am meisten? Hier sehen wir seit Jahren ein recht klassisches Muster. Forschung und Entwicklung ist klar industriedominiert. Aktuell 87% aller Forschungsinvestitionen werden in der Industrie getätigt. Hier sehen wir eine klare Branchenverteilung. Die Automobilindustrie, also Pkw und Lkw-Produktion, das sind die Schwergewichte. Das sind inzwischen fast ein Drittel aller internen F&E-Aufwendungen, die hier anfallen. Als Summe 17 Milliarden Euro, das ist schon ein ziemlich großer Batzen. Wenn wir dann weitergehen, der Maschinenbau ist stark, die chemische Industrie, pharmazeutische Industrie und auch seit vielen Jahren die Elektroindustrie, also alles, was mit Datenverarbeitung zu tun hat, das ist eine sehr starke Branche, die sich auch im aktuellen Jahr sehr positiv entwickelt hat. Und wer hat im letzten Jahr mehr investiert und wer weniger? Also wo war die Bewegung drin? Die Bewegung ist eine interessante gewesen, wie ich finde. Einerseits sehen wir, dass die ohnehin schon starken Branchen, wie beispielsweise der Automobilbau, weiterhin stark gewachsen ist, überdurchschnittlich stark. Wir haben ja insgesamt ein Wachstum von 5,3% von 2011 auf 2012. Die Automobilbranche hat ein Wachstum von 6,4% realisiert, also schon überdurchschnittlich. Dann alles, was eben mit Elektrotechnik zu tun hat, mit Elektronik zu tun hat, ja, Herstellung von Computern und dergleichen, das ist stark gewachsen. Das ist auch ein Aufwärtstrend, den ich seit einigen Jahren beobachte und was natürlich auch mit dem Trend zu spitzentechnologischen Produkten insgesamt zu tun hat. Wir haben darüber hinaus in den letzten Jahren immer beobachtet, dass die Dienstleistungsunternehmen
stark gewachsen sind. Das sehen wir in diesem Jahr nicht. Was bedauerlich ist, denn wie ich sagte, wir haben eigentlich traditionell ein starkes Industrieschwergewicht, fast ein bisschen ein Überhang, würde ich sagen, im F&E-Bereich, sodass die Dienstleistungsunternehmen ein Stück weit gefordert waren, hier aufzuholen. Das ist in der Vergangenheit erfolgt. Es gab immer überdurchschnittliche Wachstumsraten. Aber in diesem Jahr sehen wir Segmente, die bei den Dienstleistern schwach gewachsen sind oder gar geschrumpft sind. Und das ist eine neue Entwicklung. Also im Dienstleistungssektor gibt es eigentlich nur den Bereich Information und Kommunikation, der stark gewachsen ist. Alles, was mit Telekommunikation und Softwareentwicklung etwa zu tun hat. Und gibt es für die negative Entwicklung einen Grund? Hat die Wirtschaft da Gründe genannt, warum sie weniger in Forschung und Entwicklung investieren? Das ist in der Tat eine Frage, die sich auch uns stellt. Wir sehen bezüglich der positiven Entwicklung doch einige Effekte wie Elektromobilität oder globale Herausforderungen wie Ressourcenschonung oder natürlich schlichtweg die steigende, noch immer steigende Bedeutung von elektronischen Bauteilen in allen möglichen Produkten, die wir im täglichen Leben auch kennen. Die negative Entwicklung im Dienstleistungssektor gibt auch uns im Moment ein Fragezeichen auf. Dienstleister sind ja wichtige Akteure im Innovationsprozess, weil sie gemeinsam mit den Industrieunternehmen agieren, die Industrieunternehmen unterstützen in verschiedenster Art und Weise bei technischer Planung, Prozessentwicklung, Prüfung. Und hier haben möglicherweise die Industrieunternehmen entweder ein Stück weit auf Sicht agiert, wie ja aktuell auch gerne gesagt wird. Die Unternehmen agieren vorsichtig, vergeben weniger Aufträge nach draußen, Forschungsaufträge. Davon können die Dienstleister selbstverständlich betroffen sein. Das wäre ein Punkt. Vielleicht ist es auch zu Verlagerungen gekommen von Forschungsaktivitäten ins Ausland oder von Forschungsaktivitäten, die früher sozusagen extern geleistet wurden, in die Großunternehmen zurück. Das wären Prozesse, die wir noch näher untersuchen müssen. Wenn die Wirtschaft so viel wie noch nie in Forschung und Entwicklung investiert hat, kann man dann wohl auch davon ausgehen, dass es hier so viele Beschäftigte gibt wie noch nie, oder? Das ist in der Tat richtig. Auch bei den Beschäftigten gibt es einen neuen Rekord. Wir berechnen das immer in Vollzeitstellen. 367.500 F&E-Vollzeitkräfte haben wir gezählt, so viel wie noch nie zuvor. Und auch hier gab es dementsprechend ein Wachstum gegenüber dem Jahr 2011. Etwas schwächer als das Wachstum bei den Ausgaben, 2,9%. Aber das ist für die Personalentwicklung schon recht anständiger Wert, weil die Personalsituation meist etwas vorsichtiger gehandhabt wird von den Unternehmen. Die Ausgaben oder das Geld sitzt, salopp gesagt, häufig etwas lockerer, als dass sich Unternehmen dann mittel- bis langfristig an neues Personal auch binden. Das ist immer Faktor. Und das Personal bedingt natürlich auch die Ausgaben. Das heißt, hier gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Ausgabenentwicklung und der Personalentwicklung per se. Das heißt, das Ranking für die F&E-Ausgaben kann man gleichsetzen mit der Personalentwicklung, sprich, im Fahrzeugbau gibt es auch die meisten Forscher und Entwickler? Das ist tatsächlich so. Im Fahrzeugbau gibt es die meisten Forscher und Entwickler und entsprechend könnte man die Rangliste weiter unten nach unten durchgehen. Maschinenbau, Chemie, Pharmazie, Information, Kommunikation, auch da gibt es die gleiche Rangordnung. Es ist in der Tat identisch. Gibt es denn Hotspots in Deutschland, also Regionen, die für Forschung und Entwicklung stehen? Und wo sind die? Ja, Forschung und Entwicklung ist sehr ungleich verteilt in regionaler Hinsicht. Auf einen Nenner gebracht kann man sagen, der Süden ist stärker als der Norden und der Westen ist stärker als der Osten. Wir sehen, dass gut die Hälfte des gesamten F&E-Personals in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg angesiedelt ist. Baden-Württemberg ist tatsächlich der Schwerpunkt innerhalb Deutschlands und hat sich als Schwerpunkt auch etabliert, muss man sagen. Also wächst seit Jahren kontinuierlich und wächst trotz des hohen Volumens auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und auf einem sehr steilen Wachstumspfad. Das heißt, hier verstärken sich die Divergenzen, die wir innerhalb Deutschlands sehen. Darüber hinaus gibt es zwar weitere Standorte in Deutschland, die ebenfalls stark sind, nur nicht so flächendeckend. Beispiel wäre die Region Braunschweig-Wolfsburg. Im Osten wären es Standorte wie Berlin oder Dresden, die durchaus auch noch eine höhere Relevanz haben. Man kann vereinfacht sagen, dass sich die regionalen Cluster, die Verdichtungen von Forschung und Entwicklung natürlich immer an den Standorten der Großunternehmen, der industriellen Großunternehmen orientieren. Und dort, wo die angesiedelt sind, finden wir dann häufig auch die Forscher und die hohen F&E-Ausgaben.
Die deutsche Wirtschaft geht in das fünfte Wachstumsjahr in Folge. Die Beschäftigung liegt auf Rekordniveau. Ist das eine sichere Bank für höhere Ausgaben in Forschung und Entwicklung? Sprich, sind die Ausgaben konjunkturabhängig? Geht es den Firmen gut? Geben sie viel für Forschung und Entwicklung aus? Geht es den Firmen schlecht? Ist es der erste Bereich, in dem sie sparen? In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sehr stark auf die Konjunktur reagiert haben. Hier sehen wir seit 3 bis 4 Jahren eine deutliche Abkopplung. Interessanterweise hat das kurz vor der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 begonnen. Und im Krisenjahr haben die Unternehmen kaum ihre F&E-Ausgaben reduziert und das Personal quasi konstant gehalten. Das war schon eine beachtliche Leistung und ein deutliches Zeichen in Richtung Fortschritt und Zukunftsoffenheit, muss man ganz klar sagen. Das haben wir sehr positiv wahrgenommen und seitdem scheint sich auch tatsächlich ein recht guter Wachstumspfad zu entwickeln, wenn auch mit im Moment sinkenden Wachstumsraten. Aber wir zehren immer noch von dem sozusagen von dem Aufschwungprozess, der sich nach dem Jahr 2009 ergeben hat. Deswegen werden die Wachstumsraten augenblicklich wieder geringer und pendeln sich, denke ich, auf einem recht stabilen und konstant höheren Niveau ein, als wir das aus der Vergangenheit kennen. Sprich, Forschung und Entwicklung ist bei den Unternehmen scheinbar tatsächlich zu einem dauerhaft wichtigen strategischen Standortfaktor geworden. Aber es wird den Firmen ja nicht leicht gemacht. Also die großen Konzerne sind diejenigen, die viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben. Die kleinen und mittelständischen Firmen haben dann natürlich Probleme. Wäre die viel besprochene, aber immer noch nicht eingeführte steuerliche Forschungsförderung ein Anreiz zum Beispiel für kleine und mittelständische Unternehmen, mehr für Forschung und Entwicklung auszugeben? Ich glaube in der Tat, dass die Anreize für Forschung und Entwicklung noch nicht ausgeschöpft sind. Das stimmt. Die Großunternehmen sind sehr selbstständig aktiv in diesem Feld, verfügen über die notwendigen Ressourcen, um hier auch eine hochwertige Forschung leisten zu können. Bei den kleinen Unternehmen sieht das anders aus. Das hat verschiedene Gründe. Man muss sich überlegen, dass ein Unternehmen natürlich versucht, möglichst kosteneffizient zu arbeiten. Also eine Investition in Forschung und Entwicklung muss sich erst einmal rechnen. Da aber die Erträge der eigentlichen Forschungsleistungen schwer kalkulierbar sind und obendrein diese Erträge auch nicht nur dem einen Unternehmen, sondern sozusagen einer Region oder anderen Unternehmen auch noch zugutekommen, weil Wissen abfließt, tun sich viele Kleinbetriebe schwer damit, Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und wenn sie sich entschieden haben, dann gilt es natürlich, das Ganze zu finanzieren. Das passiert in der Regel über Eigenkapital. Die Eigenkapitaldecke der kleinen und mittleren Unternehmen ist relativ schwach ausgeprägt im internationalen Vergleich, hinkt Deutschland da ein Stück weit zurück, auch wenn sich die Situation etwas entspannt hat. Und das Steuersystem diskriminiert Eigenkapital. Es stellt Eigenkapital gegenüber einer Fremdkapitalfinanzierung deutlich schlechter, sodass die Unternehmen hier tatsächlich einen Finanzierungsengpass haben. Hier könnte die Politik einwirken durch eine Reform im Steuersystem, beispielsweise eine tatsächliche direkte steuerliche Forschungsförderung. Das wäre eine aus meiner Sicht geeignete Maßnahme. Wie die ausgestaltet sein muss oder sollte, da kann man natürlich dann diskutieren im politischen Raum. Das hat natürlich auch etwas mit finanziellen Spielräumen der Bundesregierung zu tun. Aber aus meiner Sicht wäre eine solche Forschungsförderung angebracht, um tatsächlich zusätzliche F&E in der Wirtschaft zu generieren. Es gibt auch Studien darüber, die eindeutig den positiven Effekt belegen. Das heißt, jeder Euro, der dem Steuerfiskus entgeht, wird dann in Forschung und Entwicklung investiert. Und verursacht, generiert aber weitere Maßnahmen, weitere F&E-Aktivitäten. Es gibt also Multiplikatoreffekte, es wird zusätzlich etwas geleistet und das natürlich wirkt sich dann langfristig auch auf das Bruttoinlandsprodukt, also das Wirtschaftswachstum aus. Aber gibt es im Moment, gibt es eure Studie her, gibt es im Moment Zahlen, dass eben Unternehmen ihren Bereich Forschung und Entwicklung ins Ausland verlagern? Und wenn ja, welche Länder profitieren am meisten davon? Es gibt diese Anzeichen tatsächlich. Deutschland ist zwar ein starker Forschungsstandort, ganz klar, aber wir hatten schon mal so eine Welle in den 90er Jahren, wo F&E-Aktivitäten sehr massiv ins Ausland verlagert worden sind. Das schwächte sich dann ein Stück weit ab. Aktuell geht es eher wieder nach oben. Das heißt, die Unternehmen verlagern recht viel oder sozusagen wachsen im Forschungsbereich stark im Ausland, stärker als im Inland sogar noch, deutlich stärker. Und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einerseits möchten die Unternehmen natürlich nah an den Märkten sein und forschen dann direkt
marktorientiert in den Ländern ihrer Wahl. Da spielen natürlich die Absatzmärkte eine zentrale Rolle. Die europäischen Nachbarländer sind hier wichtig, die USA sind wichtig. Und natürlich spielen auch die aufstrebenden Schwellenländer eine Rolle, also die Märkte, die sich gerade erst entwickeln oder die eine hohe Dynamik entwickeln. Und das volumenbasierte China ist zu nennen, was natürlich allein aufgrund der Größe einen erheblichen Effekt und eine Sogwirkung auf ausländische F&E-Aktivitäten ausübt. Ob die Qualität der F&E dann die gleiche ist, wie wir sie hierzulande kennen, das ist tatsächlich fraglich im einen oder anderen Fall. Aber, und das sei an der Stelle auch erwähnt, aber Forschungsverlagerungen oder Forschungsaktivitäten, die beispielsweise in den USA aufgebaut werden, sind häufig durchaus von spitzentechnologischem Charakter, haben also ein sehr hohes Niveau. Und hier sollte sich der Forschungsstandort Deutschland schon fragen, ob es nicht zusätzliche Anreizwirkungen bedarf, um diesen Standort hier auch attraktiv zu halten. Ja, zumal ja die Tendenz ist, dass Deutschland eher der Tradition folgend in angewandte Folgetechnologie und Entwicklungstechnologie investiert und weniger in Spitzentechnologie. Das ist wahr, das ist traditionell seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon sehr prägend für die deutsche Industriestruktur. Wir sind stark in den sozusagen im Middle-Tech-Bereich, die sogenannte hochwertige Technik. Dazu gehört der Maschinenbau, dazu gehört auch die Automobilindustrie. Die Hersteller sind natürlich sehr geschickt und geübt darin, auch Spitzentechnologieprodukte in ihre Produkte zu integrieren. Das kennen wir aus dem Automobil. Hier hat die Navigationstechnologie natürlich Anzug gefunden, elektronische Motor, Steuerelemente und Ähnliches, Sicherheitstechnologie. Aber die Forschung passiert häufig auch an anderen Standorten. Gerade im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien sind andere Standorte in Asien oder in Nordamerika sehr, sehr stark. Hier gilt es durchaus aufzuholen. Wir sind zwar einerseits im Moment mit dem deutschen Weg sehr erfolgreich unterwegs, das funktioniert, aber es gilt langfristig durchaus Flexibilitätsmöglichkeiten zu schaffen für die Unternehmen, die Ökonomie auch kurzfristig umzusteuern. Es gilt, neue Wachstumsbranchen zu generieren in der Wirtschaft generell. Und wir sehen auch in anderen Ländern, dass gerade die spitzentechnologisch ausgerichteten Branchen in der Regel schneller wachsen als die Branchen, die eher im geringen oder im Niedrigtechnologiesegment unterwegs sind. Von daher gibt es durchaus einen Grund, weshalb es sinnvoll ist, in Spitzentechnologie zu investieren. Du hast ja das Ohr an der Wirtschaft. Wird es hier in den kommenden Jahren eine Entwicklung geben hin zu mehr Forschung in die Spitzentechnologie oder ist man da eher vorsichtig? Das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten, weil es hier um mittel- bis langfristige strategische Überlegungen der Unternehmen geht. Und da reinzugucken fällt sehr schwer. Wenn ich mir die Produktpalette anschaue, dann denke ich, dass die Hochtechnologie, also unsere klassischen industriellen Schwerpunktbranchen, auch weiterhin ein hohes Gewicht haben werden. Das ist auch gut so, weil wir hier eine Stärke haben. Wenn ich mir anschaue, was von den deutschen Unternehmen im Ausland investiert wird, dann wird eben gerade sehr viel Spitzentechnologie im Ausland betrieben. Neue F&E-Aktivitäten werden dort aufgebaut und weniger stark im Inland. Das sehe ich dann tatsächlich als ein Problem an. Ich glaube allerdings auch, wenn Deutschland den Weg geht, auf globale Herausforderungen reagieren zu wollen, Stichworte wie Klimaschutz, geringer Ressourcenverbrauch, Behandlung chronischer Krankheiten, Mobilitätssicherung und so weiter, Energiethemen, dann wird es zwangsläufig dazu kommen, auch den Spitzentechnologiebereich zu erweitern. Deutschland muss ihren eigenen Weg finden. Es macht keinen Sinn, auf die Züge aufzuspringen, mit denen andere Länder schon erfolgreich unterwegs sind, sondern es wird dann eine eigene Strategie entwickeln müssen. Das ist mit der Hightech-Strategie ja auch ein Stück weit schon umgesetzt. Es gibt inzwischen ja dankenswerterweise, das begrüße ich sehr, eine stärker missionsorientierte Innovationspolitik. Die einzelnen Bundesministerien arbeiten viel enger zusammen, als das in der Vergangenheit der Fall war, und setzen klare Ziele, in welche Richtung es gehen soll. Es darf nicht so weit gehen, dass wir hier von einer klaren Einflussnahme des Marktes sprechen, aber es wird einmal deutlich, welche Funktionen Forschung und Entwicklung auch in der Gesellschaft erfüllen kann. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und wie ist die allgemeine Stimmung in der Wirtschaft? Wird das Portemonnaie noch weiter aufgehen und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung steigen in den kommenden Jahren? Ich denke, aufgrund der strategischen Bedeutung von Forschung und Entwicklung wird das tatsächlich so sein.
Wir befragen von Seiten des Stifterverbandes die Unternehmen auch stets, wie sie die Folgejahre einschätzen. Hier sehen wir, dass es weiterhin ein Wachstum geben wird. Die Unternehmen, da sie auf Sicht fahren, nochmal sind verhalten. Ich rechne persönlich mit Wachstumsraten von 4%, aber es wird sicherlich weiter nach oben gehen, auch aufgrund der internationalen Wettbewerbssituation. Und das scheint ein langfristiger Trend zu sein, der sich hier ein Stück weit auch verfestigt. Also halten wir noch einmal fest. Deutschland hat das Ziel, 3% des Bruttoinlandprodukts für Forschung und Entwicklung auszugeben, erreicht. Noch nie hat die deutsche Wirtschaft so viel für Forschung und Entwicklung ausgegeben wie 2012. Es waren noch nie so viele Forscher und Entwickler beschäftigt wie 2012. Die meisten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gibt es in der Industrie und hier vor allem, wie in den Jahren zuvor auch, im Fahrzeugbau. Und die Tendenz ist steigend. Die Wirtschaft schaut positiv in die Zukunft. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Gero.